Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute wieder Mathe für Anfänger. Satisfactory. Hallo, Mathe. Wir haben gerade festgestellt, dass ich einen Denkfehler gemacht habe. Denkfehler habe. Pass auf. Wir stellen jetzt hier schon, also hier 67,5 mit einem Booster her. Ich könnte aber sogar runtergehen auf. Ich habe mich verrechnet, was die Produktion meiner Spulen angeht. 60. Ich habe nämlich, wir stellen nämlich 90 Kupferbarren her, aber ich verbrauche 45 und 45. Wie viel brauchen wir? 120? Was hast du gesagt? Ja, was? Kupferbarren, hier, Draht. Wie viel brauchen wir? 120. Ja, dann haben wir jetzt hier noch. Aber ich habe noch einen Constructor, wollte ich doch noch bauen. Brauchst du nicht. Genau. Ich habe nämlich ihn übertaktet auf 60. Ja. Und dann sind wir bei 60, 45 und 45. Und dann haben wir. Der macht 90 pro Minute. Wir brauchen 120. Genug. Ich hätte einfach noch einen Konstruktor, brauchst du nicht übertakten. Moment, reicht das? Achso, ja, stimmt, hast recht. Brauche ich ja gar nicht. Jo. Dann kannst du nämlich den Dings da rausnehmen. Sterbe ich jetzt? Ausprobieren? Ja, fast. Hast recht. Denn nämlich 3x45. 3x45 sind. Ja, sind wir auch. Ja, Leucht. Dann kann ich mich ja jetzt um. Nicht doof? Was sehe ich denn hier als. Ist schon wieder spät. Die besten Voraussetzungen, um nicht. Ja, das macht es am meisten Laune. So. Schrauben ist voll. Jetzt muss ich Schrauben machen, genau. Ich brauche 100. So, warte mal, jetzt bin ich völlig durcheinander. Das ist gut. Ich brauche 2 Schraubenfabriken. Da geht's rein, da geht's raus. Wieso kann ich nicht... Mickey Maus. Habe ich den vielleicht falsch rumgesetzt? Ah, ich habe den falsch rumgesetzt. Das ist der... Das ist manchmal ganz schön... Ne? So? Eine Sache, ne? Ne? Ja, ich habe den falsch gesetzt. Da kann ich natürlich Fusionatoren und Konstruktoren und... Uiuiui. Uiuiui. Ui. So. Ach ja, habe ich mich verrechnet in der letzten Folge. Hier bestimmt einen Kommentar, bin ich mir ganz sicher. geil. Und am besten finde ich ja, dass ich das rausgefunden habe und dass ich dir das jetzt auf Brot schmieren kann. Der große Minias, ja. Hat sich. Moment. Es kann sein, dass er sich verrechnet hat. Das Ding ist jetzt auch, in meinem Kopf schwirrt jetzt auch der Gedanke, was ist, wenn es nicht das einzige Mal war? Du meinst, das gesamte Let's Play ist gefährdet. Das könnte sein, ja. Ist es deine Schuld vielleicht, dass wir hier so ein bisschen so ein Chaos haben? So ein Chaos das ist, haben? Ja, durchaus möglich. Es ist wirklich möglich. So, dann... Ach, ist ja geil. Der ist ja geil. Kann ich sogar... Oh, hat das ja verkackt gerade, warte, Moment. So, haben wir jetzt richtig gerechnet. Wir haben jetzt... Hast du den Konstruktor übertaktet? Nee, hast du nicht, gell? 45 nee, hab ich wieder rausgetaktet. Mal 3... Mhm. Sind 120, 135 werden jetzt hergestellt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt müsste sich rein theoretisch hier oben müssen sich die Spulen stauen, müssen die Scheiben weil drehen. Wir 90 nur wieso brauchen wir jetzt nur 90? Achso, weil der untertaktet ist, ne? Den habe ich untertaktet. Zack, können wir wieder hochziehen. So, jetzt müsste er nämlich 60 pro Minute brauchen. Also dann haben wir jetzt eine Überproduktion an Kupferdraht. Das ist schon mal gut. Nein, diesmal sterbe ich. Nee, doch nicht. So, woran hängt's hier? Du brauchst für das große Ding brauchst du noch Schrauben, ne? Ja, da habe ich bei. Die haben wir gleich. Das ist kein Problem. Pack schon mal Schrauben rein, die ich noch in der Tasche habe. Genau, vielleicht. Was, der macht 1,875. Und du hast ihn untertaktet. Nein, nein, den großen nicht. Der macht 1,875 Computer. Pro Minute? Mhm.
Das nein, ist schon ja. Oh, boah, das ist wenig. Ja. Muss mal überlegen, dass. Echt? Mhm. Hätte man dann vielleicht die Möglichkeit. Haben wir nicht? Ja, eventuell können wir mehr herstellen. Der braucht ja, genau, 9,375 Platinen, macht er. Naja, nee, da. Ja, wir machen 10. Von daher. Aber wir produzieren 10. Nee, bringt nichts. Nee, das ist. Da geht nicht mehr. Das ist so. Gut, auf der anderen Seite, ne? Irgendwann sind sie halt fertig, die Computer, die 50. Dann brauchen wir 50 Minuten für. Ja. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass wir die brauchen, ne? Wir haben uns immer die Fragen gestellt bekommen, das fällt mir jetzt gerade ein. Warum wir nicht die großen Lagercontainer verwenden? Weil die mir zu teuer waren bisher. Ja, und ist auch nicht nötig, ne? Also mehrere Lagercontainer. Was brauchen denn die großen Lagercontainer? Die brauchen zum Beispiel die ganzen Materialien von dem anderen Kram, den wir sowieso nur wenig haben. Behaupte ich jetzt aber mal so, also, irgendwie leicht sind. War jetzt mein Gedanke auch, ja. Läuft denn der große Constructor hier ausgelastet? Mit den verstärkten modularen Rahmen? Halt so aus. Hatten wir hier irgendwo eine Werkbank stehen? Warte mal, jetzt hast du hier. Hast du verstärkte modularen Rahmen drin, da Computer. Dann sind wir schon im Late Game, oder? Wir haben ja nichts mehr Größeres. Ja, doch, nee, wir haben noch. Ja, wir mit, jetzt würde ich anfangen, die ganze Sache zu erforschen, hier nicht zu erforschen, sondern wir müssten jetzt so Materialien suchen, ne? Brennstoff wäre jetzt noch? Ja, genau das. Es kommt jetzt, wenn wir die 50 Supercomputer fertig haben. Wieso sagst du eigentlich Supercomputer? Weiß ich auch nicht, wie komme ich auf Supercomputer? Auf Computer. Wahrscheinlich kommt danach Supercomputer. Wahrscheinlich, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir. Na gut, dann werden wir nur das Stromproblem mit lösen. Ja. Ist die Frage, was haben wir denn? Wir haben heute den 18.04. Angeblich Ende des Monats soll die nächste Stufe kommen. Und das, also wenn jetzt die nächste Stufe kommt, weißt du, wo dieses. Ist denn jetzt schon Ostern? Kann man eigentlich noch frohe Ostern schon mal sagen? Boah. Gut, wa? Wir sind doch nicht. Nee, ich glaube schon vorbei, Ostern. Was? Oh, Leute. Was sagt denn keiner was? Ja, wir haben es halt nicht. Dicke Eier und so. Boah, das habe ich mir gehasst, diese Lava, das ist Alter. Überhaupt nicht mein Humor. Überhaupt nicht. Aber du musst das Ding ja bringen jetzt. Guck mal, wie geil. Ja, ich wollte mal auch zeigen. Love this, ja. Was wolltest du zeigen? Hochonis. Das ist jetzt nicht meine Schuld. Nee. Vor allem das Schlimme ist, der ist noch nicht mal angeschlossen. Ach doch, der ist angeschlossen. Weil er jetzt produziert hat, ist uns die Sicherung rausgesammelt. Ich schalte ihn mal aus. Warte mal, ich schalte ihn mal aus und mach mal den Strom an. Aber wahrscheinlich. Ich hab nur zwei Konstruktoren noch ersetzt. Naja. Ist der hier, der Kollege? Naja. Sobald ich einschalte, der braucht mehr. Um einen hinzustellen, müssen wir zwei Kohlekraftwerke hinstellen. Ja, wir müssen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die Supercomputer fertig kriegen, weil dann können wir diese, die an den Ölfässern angeschlossen sind. Verstanden's? Verstanden's. Definitiv. Shit, ey. Aber zumindest ist Material da und das ist schon mal geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch einen Neustart in einer neuen Welt vorstellt, was wir ohne euch aufbauen sollten.
Was? Was? Ohne. Wenn wir jetzt in die Staffel 2 von Satisfactory starten, ne? Ja. Mit dem neuen Update. Und ja. Dann in dem grünen Planeten, weil das auch viel schöner allein ist, viel hübschere Umgebung. Wenn wir da neu starten, was ihr. Wieso kommt da nichts? Sind die fertig produziert denn? Wie wir da neu starten sollten, was wir zum Beispiel ohne euch bauen sollen. Oder sollen wir mit euch neu starten? Aber zum Beispiel so, ich finde so die Grundversorgung oder ach so, meinst du das? Wo sollten wir das Let's Play beginnen quasi? Genau, ist die, ja. Ist die Frage, die allgemeine. Ja, okay. Punkt? Verstehe. Kannst du mir sagen, wie viel Strom fehlt? Ich sehe nämlich leider kein Dings. Du müsstest doch sehen mittlerweile, ist doch gefixt. Nee, sehe ich nicht. Also ich habe gerade geguckt. Ich sehe keinen Ausschlag. Hier rangehe. Das war gerade eben, war es gefixt. Gerade eben ging es noch. Jetzt nicht mehr. Also ich sag mal, da fehlt ein Kraftwerk, würde ich sagen. Können wir mal das hier einschalten, fliegt uns wahrscheinlich die Sicherung raus. Okay. Ja gut, wahrscheinlich gleich, wenn jetzt zum Beispiel die Platinenproduktion gleich wieder anwählt. Ja, der geht kurzfristig über 900, dann ist er wahrscheinlich... Ja, aber 950 habe ich. Ich habe überlegt, noch ihn zu setzen, shit. Ja. Leiten wir verdammt. Die ab, die Supercomputer? Hä, wo sind die denn? Hast du die rausgenommen? Ich habe die rausgenommen, ja. Wir haben 8 jetzt bisher. Achso. Aber mir fehlen die Eisenstangen. Mir fehlen Eisenstangen. Kannst du ein Dings... Wir können euch hier rausnehmen aus dem Dings. Wir machen so. Werkbank. Jeder eine. Ja. Dann machen wir hier auf. Drückst du Shift. Wieder rein. So. Was meinst du? Achso, wir machen die... Wir nehmen uns das raus, was wir brauchen, und machen die händisch. Ah, aber das wird so schnell nicht ankommen, oder? Ja, ich habe keine mal. Eisenstangen. Kannst du mir Eisenstangen geben? Ach, du bist ein Arschloch. Ja, kannst du mir eine Werkbank hinsetzen? Klar. Ist sogar einfacher. Ich glaube, die Schrauben sind nicht da. Die Schrauben sind das Problem. Na, die kommen. Also eigentlich ist das abgemessen. Ich stelle okay. 120 her. Du darfst natürlich nicht gleich alle rausnehmen. Ne? Das machen wir da. Nein, das würde ich natürlich nicht machen. Hast du schon. Mhm. Dun, 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 dun. Lass den auch einbauen. Hm? Der kann ruhig auch mal was bauen, der Kollege. So, ja, wir müssen Schrauben herstellen, damit das. Ich muss Eisenbahn holen oder was. Nein, fehlt hier. Dazu? Ich hab hier noch. Ach Mann, das ist doch wirklich. Hier. Kotze. Kotze. Katzenkatze? Katze. So. Das hält da nicht ewig vor, wenn ich hier Stangen mache, ne? Muss doch gar nicht. Muss doch jetzt nur. Der Konstruktor ist schon darauf ausgelegt, dass er ihn noch. Kriegt. Ist halt nur für einen Konstruktor gedacht, jetzt gerade. So, Platin-Hike. Gut, Kabel doch. Fehlen, aber Kabel kann ich mir auch herstellen. Warte mal. Kabel sind hier auch drin. Naja, aber ich mache ihn ja dann immer sofort leer. Ich mache das schon wieder alleine, merke ich. Mann, ey. Ich habe jetzt 5 Supercomputer. Ja, ich habe 18. Kann jetzt nochmal 2 herstellen, aber 20, 25. Platinen, was brauche ich? Platinen. Hier. Oh, Platinen. Ah, Platinen, ne? Ist nicht so schnell. Habe ich 80. Hast du noch? Okay, das ist gut. Mhm. Ja, die stellen halt her jetzt, ja. Da müssen wir kurz warten. Diese Nummer 3 sind bei 24 und wie viel hast du? 14. Ja. Kunststoff rausnehmen. Nochmal einen machen. Schrauben rausnehmen. Ah, das läuft. Also Schrauben ist okay. So, kommt da an. Was an Masse ankommt, meinst du? Ja. Habe ich jetzt. Brauch Schrauben und Kunststoff.
Kunststoff, Schrauben, ja. Leer. Genau. Füllt wieder auf. 16 habe ich. Oh. Das ist ja... Wie viel hast du? Hier, ich gebe dir die mal. Wieso steckt denn in der... Hier, Supercomputer. Ja. Sag nicht immer Supercomputer. Ich finde, das sind aber super, die Computer. Ja, das stimmt. Schrauben fehlen mir. 43. Merk mich. 43. 7 Stück. Der, lass ihn mal immer arbeiten. Guck mal, er schafft es gar nicht zu arbeiten. Warum kann er dich... Versteh nicht. Er hatte doch einmal so viel, wenn er die Produktion anfängt. Hier ist doch irgendein Bug drin. Merkst du das? Jetzt hat er wieder rausgenommen, hat er wieder aufgehört. Nimm mal kurz... Ja, weil er die Schrauben nicht kriegt. Der braucht 60 Schrauben. Ja, aber wenn er die Produktion anfängt, dann hat er doch einmal 60 Schrauben. Hier ist drei. Oder wie läuft das? Das noch drei. Oder ist die, ja. Der nimmt die erst weg, wenn er die Produktion beendet hat, wahrscheinlich, ne? Und 60 Schrauben weg, ja. So macht er das. 44. 47, 3 Stück. Ich brauche nur Platinen. So, ich habe mir jetzt Eisenbahnen besorgt und mache mir selber Sachen. Weil diese Eisenstangen oder beziehungsweise die Schrauben kommen einfach nicht nach. Einfach nicht nach, was labert der denn? Da hinten die Eisenstangen, die Eisenbahnen hinten sind zum Beispiel auf Anschlag. Na klar. Na klar. Also da können wir locker noch Schraubenproduktion nachziehen. Das absolut, ja. Ich stell ja da hinten auch gerade her. Schrauben. 5 Platinen, hier sind 16 drin, let's go. Ich glaube, wir haben genug. Schrauben. Ja. Mach kurz noch mal ein bisschen Schrauben. Und dann 48, 2 Stück muss ich machen. Wahrscheinlich ist eh da drin. Ja, haben wir noch. Ja, passt. Das heißt, wir können jetzt die nächste Energiequelle angehen. Genau. Zack. Fertig. Neisowitsch. Hier, ich schenke dir einen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir an Sachen brauchen für die Super. Ne, Supercomputer. Ey, ich kann nicht. Oh. Danke. Das ist schon gut. Oh. Ich pack das jetzt da rein. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Ich lauf die ganze Zeit schon mit 3 Health-Balken rum. Weiß nicht, was zu essen drin? Nope. Wir haben jetzt übrigens, wenn wir einen Turbodraht mal herstellen würden, können wir das noch erforschen. Und let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Brennstoffgenerator. Ja, geil, Omat. Ich brauche nur für den verstärkten Rahmen. Da haben wir genügend von. Ja, dann. Let's go. Hi ho. Geh nach oben und was benutzt der? Für den Fuel. Die. Der Dings, Benzin, Öl. Oder? Sonst hast du alles? Die verstärkte Rahmen habe ich? Nee, habe ich nicht. Ja, die hole ich mir jetzt hier oben. Ich habe jetzt. Warte mal, wir können ja mal. Sag mal, wie viel machen der? Wie viel Megawatt? 150. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Megawatt produzieren wir insgesamt? 950. Also ich sag mal, ich kann... Mit 2 wären wir erstmal gut, ne? Also, eine Weile. Da könnten wir 5 Stück stelle ich her. 5 Stück? Oh, 5 sind natürlich ordentlich. Wo wollen wir die hinstellen? Die sind jetzt auch nicht so klein, ne? Warte. Nein. Ja. Was muss da rein? Muss da Brennstoff rein? Das ist die Frage, das weiß ich eigentlich. Kannst du einmal einen einfach irgendwo stellen? Weil sonst könnten wir hier hinter den... Ich habe mal einen gebaut. Nein, er ist nicht klein. Und was kommt da rein? Sieht man nicht. Nee? Nee. Consumes Fuel. Moment. Wir müssen Fuel herstellen. Ja, das meine ich ja. Wir stellen jetzt Gummi her. Das heißt, wir müssen hier noch Brennstoff herstellen. Genau, den Brennstoff herstellen. Ja, mach ich mal an. Da brauchen wir eine ganze Fabrik. Der macht 60 pro Minute. Kannst du das sehen, wie viel er verbraucht, Nehmer? Nee, der macht 37,5 pro Minute, genau. 37,5.
Okay, es wird Zeit. Pro Minute. Zeit für mehr Strom. Mhm. Aber wir sollen es auf jeden Fall hinten machen, ne? Weil da kommt das Öl, dann sind wir uns jetzt einig. Da sind wir uns einig. Hast du eine Kettensäge in der Hand? Abbiege. Jo. Jo. Halt hoch. Okay. Ich mach mal Platz und dann machen wir so. Wir können hier oben abzapfen, oder? Bist du da, bist du. Wir können auch hier oben abzapfen. Wir machen hier ein bisschen Platz. Aber die brauchen ja richtig Platz, also das heißt, wir müssen dann auch ein bisschen hochgehen. Naja, ich würde, genau, da in der Höhe, wo du bist, würde ich jetzt eine Plattform machen. Na, noch höher. Ich würde, guck mal, ich würde, darf ich noch kurz zeigen, wo? Klar. Da oben. Hier. Ja. Denn schon, denn schon. So. Dann mach mal die Plattform. Geil. Ich mache hier ein bisschen Holz weg. Ah, man hört das leise Singen der Motorsäge. Ja. Geht nicht. Neben den Dingern hier, neben den Ölraffinerien. Nee, was macht der? Ach, die machen auch Sachen. Das heißt, wir brauchen ja noch eine weitere Ölraffinerie, die aus den Ölfässern Benzin wahrscheinlich herstellt oder so, ne? Fisch? Was? Wir müssen hier noch einmal nach ja, oben. Ja, genau. Wir müssen noch eine weitere Fabrik machen. Eine Raffinerie, richtig. Die... Aber die können wir hier... Rechts hatte ich eigentlich Platz gelassen. Wie heißt das Ding? Produktion... Raffinerie. Brauche ich ein bisschen was. Aber das ist kein Ding. Wir müssen aber noch hochleiten, oder? Wir müssen von hier abzapfen, von da unten. Wir leiten hoch. Das Öl meinst du? Ja. Wohin hättest du denn gern? Mehr in die Richtung von dem Berg? Warte mal, ich muss mal hier. Dann direkt über uns. Achso, mehr Richtung Berg, ja. Mehr weg. Wobei, wir machen jetzt mal eine Plattform, stellen mal die Dinger dahin. Und, dann schauen wir mal. Eigentlich brauchst du da oben noch irgendwie. Nö. Kein Freiraum. Ah, oh, wird das schon wieder nicht angezeigt für mich? Wir werden sehen. Ich besauf mir jetzt. Pass auf, ich besauf mir jetzt. Wuhu, bing, juhu, bong. Meine Modulan Ram. Modulan Ram. Da sind sie. 50. Hat. Echt? 50, jawohl. Und brauchen drückt noch die komischen Rohre. Heißt es, so ein Stillstand ist auch immer gut für das Geschäft. Denn geht auch mal was voll, weißt du? Dann füllt sich da auch mal was auf. Wo kommst du hoch? Von hier? Von der Richtung? Wo ich jetzt gerade stehe? Weiß ich nicht, wo du stehst. Ich musste erst gerade Materialien suchen. Coming home. Da habe ich keinen Beton mehr. Mist, da kriegt er bestimmt jetzt schon wieder einen Strike. Weil du so... originalgetreu gesungen hast. Mhm. Ist das eigentlich erlaubt? Also, summen, nachsingen? So tun als ob? Jo. Ich bin im fucking Freiraum. Ja, du singst halt immer so originalgetreu, da weiß halt YouTube überhaupt nicht Bescheid, ja? Ja, der Filter. Oh, die gasen hier rum, die scheiß Pflanzen. Der Filter. Da dreht er durch, der Filter. So, was ist jetzt? Warum jetzt nicht? Was scheiße an was? Ach, jetzt guckt eine Pflanze durch, die gas hier oben alles zu. Nochmal, kommst du hier hoch? Guck mal, wo ich jetzt stehe. Wo stehst du denn? Bist du oben? Guck mal, eine Kante. Jo, ich bin oben, an den Rand. Ja, da. Darf ich hinkommen, ja. Okay, dann. Oder vielleicht sogar eher lieber. Siehst du den Splitter hier? Ja, da, okay, alles da klar. Da würde ich lieber hinkommen wollen. Ja, gut, aber das ist gut zu wissen. Dann setze ich nämlich mal die Kraftwerke da so in die Richtung.
Was stört dich, Dude? What is your problem? Geht es da oben in... Ist er zu hoch? Gleich ist es vorbei. Nee, nee, war Maike. Maike. Ich hab Strom weggenommen. Chill. Chill. Alles ist gut. Ja, vielleicht haben wir. Ist schon wieder so. Och. Sag mir mal erstmal, bevor du jetzt hier absagst, sag mir mal, warum nicht hier noch Freiraum ist. Kannst du mal nach unten gucken? Siehst du das vielleicht? Oh. Warum der sich hier anstellt? Wieso? Roy, Digga. Roy. Hier ist das Ding im Weg. Diese Raffinerie. Wo bist du denn da? Wo willst du hoch? Warte, nee, ich bin jetzt hier und will das gerne hier hinstellen, da. Was machst du? Ah ja, okay. Was ist das Problem? Ja, die Plattform oben drüber. Der reicht bis an die Plattform? Ich kann dir helfen. Hilf mir. Probier mal. Ja. Jetzt. Jo, jo. So wäre besser. Ich mach's jetzt. Jetzt sieht's wieder nicht mehr. Jetzt sieht's wieder. Da nehmen wir. Ist egal. Nehmen wir so. Ja. Und dann musst du irgendwie hochleiten. So, ja, vielleicht schau mal. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ja, okay, freut mich. Dann sag ich ab, oder was? Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss.